Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video in Capture One. Heute geht es um das Thema Feuerwerksbilder bearbeiten. Gleich nach dem Intro geht's los. You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you could. So, ein frohes neues Jahr an alle, die das Video jetzt sehen und gestern auch fleißig fotografiert haben. Für mich ist Silvester halt wie eine Nacht wie jede andere. Es wird halt ein bisschen Feuerwerk in die Luft geblasen und für mich ist halt persönlich, also ich kaufe mir seit Jahren schon kein Feuerwerk mehr und fotografiere das Ganze lieber, sondern lieber andere das Geld in die Luft blasen. Und ja, wie habe ich aus diesem Bild eben das Bild hier gemacht, ne? Darum geht es in dem Video und ja, starten wir mal. Ich bin zunächst einmal in den Reiter Objektivkorrektur gegangen, weil ich das Bild mit den 28mm von Sony fotografiert habe und das hat von Hause schon eine kleine Vignette drin und die möchte ich ein bisschen korrigieren. Da gehe ich hier jetzt einmal rauf mit dem Wert. Und dann gehe ich gleich weiter in meinen Farb-Tab und stelle mir den Weißabgleich dementsprechend ein. Genauso wie bei der Milchstraße haben wir hier jetzt da eben das Problem, dass der Himmel zu blau wäre oder ein bisschen Magenta-Anteil hätte. Dazu behelfe ich mir mit demselben Trick. Ich stelle die Sättigung auf 100% und dann stelle ich mir den Slider so ein, dass ich Blauanteile drinnen habe und dass ich ein bisschen mehr Magentaanteil drinnen habe. So, setten wir jetzt einmal. Da kann ich jetzt die Sättigung wieder retour stellen und wir haben ein halbwegs neutrales Bild. Und wir können auch gleich hier im Belichtungstab bleiben. Ich habe hier einfach mal die Kontraste noch erhöht. Und die Lichter stelle ich mal runter, wenn wir die hier schon ein bisschen zu sehr ausbrennen. Und damit ich auch ein bisschen von der Szenerie dabei habe, habe ich die Tiefen auch ein bisschen erhöht. Braucht nicht zu viel sein, also nicht übertreiben, weil sonst haben wir so ein Bild. Ich habe das gern halbwegs normal. Und so hätten wir mal eine Grundbasis. Das Bild selbst ist schon etwas nach Mitternacht fotografiert worden und wir sehen hier überall schon ein bisschen die Rauchentwicklung in dem Bild. Nachdem wir keinen Dunstentfernungsregler haben, behelfe ich mir da eines kleinen Workarounds. Ich öffne die Voreinstellungen von Capture One und gehe in den Belichtungsreiter rein. Da habe ich den Kanalmodus des Tonwerkzeugs von RGB, wie es normal eingestellt ist, auf rot, grün und blaue Kanäle. Das bestätige ich gleich einmal und ich brauche hier einfach nur diese automatische Anpassung anklicken. Und ja, es ist ein bisschen schon wieder weg. Wir haben ein bisschen mehr Mittelkontraste drin und ich erhöhe das mit der Klarheit auch noch ein wenig, dass das Ganze ein bisschen mehr pusht. So, jetzt kann ich hier noch bei der Helligkeit ein bisschen raufgehen. Und wir haben da schon ein bisschen was getan. Ich zeige jetzt gleich mal so einen Vorher-Nachher-Vergleich mit Alt-Taste auf den Button hier raufklicken. Vorher, nachher. Ich habe hier noch einen kleinen Fleck. So, weg. Ja, bei dem Programm, ich habe hier noch das Problem, dass hier ein bisschen der Himmel zu hell ist gegenüber hier. Dazu machen wir uns einfach eine neue Ebene, nehmen das Gradations- oder das Verlaufswerkzeug und ziehen uns hier das Ganze hinunter. Können wir hier noch ein bisschen ausrichten. So,
Natürlich muss ich nicht alles jetzt da hier anpassen. Ich gehe jetzt hier noch ein bisschen runter, dass wir schon im Feuerwerk drinnen sind. Und jetzt gehe ich hier einfach in die Luminanz rein und setze mir das Ganze ein bisschen runter. Schieben wir jetzt das Ganze. Ich mache hier jetzt dann auch noch ein bisschen. So, jetzt dürfte das passen. Den Radius erhöhe ich ein bisschen, dass das Ganze ein bisschen wieder smoother wird. So, hier und bestätige das Ganze. Was kann ich jetzt hier machen? Ich werde mir hier einfach die Belichtung noch ein bisschen runtersetzen, dass sie ein bisschen neutraler wird, dass wir ein bisschen gleichmäßiger das haben. So. Und damit man bei den Lichtern auch noch ein bisschen was kann, mache ich mal eine weitere Ebene, eine gefüllte Ebene, die blende ich mir jetzt da wieder ein. Und jetzt gehen wir an den Lichtern heran. Dazu einfach die Reiter wieder ein bisschen verschieben, dass wir eben nur die Lichter haben. So. Anwenden und hier gehe ich jetzt auch nochmal mit dem Slider weiter und wir haben hier unser Bild. Zusätzlich wollte ich diese Dachgeschossmauer weg haben. Ich blende das Ganze jetzt hier noch aus. So. Nehme das 16:9 Format, dann könnte ich jetzt hier noch runterziehen und fertig ist unser Bit. So, das war's zum heutigen Video und ich wünsche euch allen ein viel Glück und Gesundheit im neuen Jahr und wir sehen uns beim nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert den Kanal und schaltet die Benachrichtigung für neue Videos ein, damit ihr immer im Laufenden bei mir seid. Und wie gesagt, bis zum nächsten Video. Ciao.